Flieger von Mars Michelin im Citroën ganz innen von Ihnen aus gesehen, also ganz rechts. Und er erwischt den besten Start, wenn auch mit recht breiten Schultern. Ja, also das ist schon eine Überraschung, den Schweden hier im B-Finale zu sehen. Aber eine miese Zeit im zweiten Heat und nur die 9. Zeit im 3. Heat brachten ihn nach den Vorläufen nur auf Rang 8. Diese Scharte kann er jetzt wieder auswetzen. Lindefjell, der Norweger am Astra GSI, liegt auf Platz 2, Nowotny auf 3. Also zu easy darf Magnus Hansen das Rennen hier auch nicht angehen, will er sicher ins A-Finale aufsteigen. Noch scheint er die Sache sicher im Griff zu haben. Lindefjell lauert hinter Hansen und sucht seine Chance. Er fährt auf Hansen auf, der natürlich versucht, durch frühes Bremsen dem Norweger keine Überholchance zu bieten. Aber denkste, Lindefjell setzt sich neben Hansen, der sicher eben eine gehörige Schrecksekunde hatte. Zum Glück war der Schwede auf der besseren Linie für die nächste Kurve. Wir sehen diese Aktion gleich nochmals in der Zeitlupe. Durch den Schubser kommt Hansen weit raus und Lindefjell gibt alles, um vorbeizukommen. Und hier macht Hansen wieder einen Fehler, kommt von der Ideallinie ab und unsere Kamera verliert ihn fast aus den Augen. Magnus muss in den Sand, pflügt dort entlang und kommt nicht mehr raus. Damit wird Hansen sogar noch im B-Finale durchgereicht und Lindefjell gewinnt locker und steigt auf ins A-Finale. Ein rabenschwarzer Tag für den Sieger des letzten Meisterschaftslaufs in Belgien, so kann's gehen. Das A-Finale der Division 2. Eddie Benesett, dessen Meisterschaftschancen mit dem katastrophalen Abschneiden von Magnus Hansen kräftig gestiegen sind, steht auf der Pole. Daneben Ronny Chevenels und Jocke Kallio. Aber der Franzose verliert den Start gegen den schwarzen Honda Integra von Jocke Kallio. Und auch Ronny Chevenels im Golf ist bis zur zweiten Kurve am Franzosen vorbei. Da zieht er rein, es ist passiert. Die Startaktion nochmals. Kallio schneidet eiskalt an Chevenels und Benesett vorbei. Und auch Chevenels drückt das Pedal to the Metal, wie es so schön heißt, und überholt den Franzosen außen herum. Kallio, Chevenels und Benesett. Auf 4 fährt Jaroslav Kalny im Peugeot, dicht gefolgt von Andy Martin, dem Belgier, im Golf GTI. Der attackiert hier den Tschechen und dreht ihn fast um. Kalny verliert völlig die Fassung und muss einen weiteren Konkurrenten vorbeilassen. Zurück im Auto von Eddie Benesett, der vor sich den Golf von Ronny Chevenels hat, den er unter Druck setzen möchte. Noch vor 2 Wochen in Mars Michelin hat Chevenels das Duell gegen Benesett verloren. Kallio scheint heute in seinem Honda Integra unschlagbar zu sein. Und Chevenels kann den Führenden in der Meisterschaft in Schach halten. Sollte die Reihung so bleiben, behält Benesett seine Führung, er baut sie sogar aus. Hansen, der Zweitplatzierte, patzte im B-Finale. Und Jaroslav Kalny, der Dritte der Meisterschaft, hatte vorhin ebenfalls einen bösen Aussetzer. Das der Spitzenreiter. Hier Chevenels. Und dahinter Benesett. Der Sieg in diesem A-Finale der Division 2 geht an Jocke Kallio. Alle freuen sich, alle sind zufrieden. Ich habe den Start verhaut, denn ich hatte zu viel Wheelspin. Wenn ich das besser hinbekommen hätte, wäre der Sieg möglich gewesen. Bist du dennoch mit dem zweiten Platz zufrieden? Der zweite Platz ist toll, damit mache ich in der Meisterschaft einige Plätze gut.